Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur neuen Folge von Conan Exiles. Ja, ich habe das exotische Fleisch mal in Lagerfeuer gepackt. Wir machen einfach so eine ganze Keule, macht das halbe Leben wieder. Gar gut, vielleicht ein Drittel. Es kam mir auf jeden Fall ultra viel vor. Und ja, sobald die Keulen hier durch sind, würde ich ja mal gucken, was das da hinten war. Ich wollte mich jetzt erstmal nur hochheilen, weil, ja. Ohne Leben mir sowas anzugucken? Ungeil. Mit Leben sowas anzugucken? Vielleicht immer noch ungeil. Au! Hörst du auf damit? Hörst du auf damit? Störrisches Weib! Meister. Enix, watch out, Meisterjägerin. Ich mach dich kaputt. Und du machst mich kaputt. Wir machen uns gegenseitig kaputt. Ist ein Deal. Ist ein Deal? Oh, Moment, ich habe keine Ausdauer. Nö, 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 nö. Ich meine, du bist ja ein nettes Mädchen, aber du kannst nicht einfach hier wildfremde Leute, aka mich, den Yogi-Bär, im Wald einfach mit Pfeilen beschießen. Das geht so nicht. Hätte ich eine Keule dabei, würde ich es niederschlagen und. Oh, was hast du? Oh, hast du gutes Bier dabei? Ein helles Bier. So, erstmal den Bosskopf rausschmeißen. Da ist das Vieh. Muss ja was snacken. Ich muss irgendwas wieder rausschmeißen. Das ist zu viel. Meine Rüstung kann ich nicht raus. Ich steck mal die Waffe mit. Ich meine, wir sind ja friedlich. Wir sind ja friedlich, Freunde. Was zur Hölle bist du? Was geht ab bei dir? Yo. Du bist auf jeden Fall aggressiv. Toll. Ganz großes Kino. Ganz großes Kino. Vielleicht hätte ich die Jägerin am Leben lassen sollen, dann hätte ich mir helfen können. Wir schießen mal drauf. Es hat drei Köpfe, wir schießen lieber nicht drauf, wir gehen einfach. Alter, was ist das? Das ist riesengroß. Bist du ein krasser Dude? Oder bist du ein krasser Dude? Tschüss. Wir bleiben Freunde, wir bleiben in Kontakt. Keine Frage, ich möchte mit dir kein Feind sein. Okay, es ist ultra krasses Ding. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich werde es aber auch nicht weiter angreifen, weil ich glaube, das ist so minimal stärker als ich. Ich fürchte, es würde mich so one-hitten. Das ist mein Lagerfeuer. Das heißt, wir gehen zurück zum ursprünglichen Plan. Ich bin überlastet. Normal. So gehört sich das. Erstmal zerstören. Ursprünglicher Plan, wie gesagt. Erstmal ein paar Beine rausschmeißen. Ja, wir wollten ja in den Schnee, um zur Lava zu kommen. Und haben da einfach den Walddämon, den Waldgott, sage ich jetzt mal, angegriffen gerade. Das war vielleicht nicht die schlauste, intelligenteste Entscheidung. Aber, ja. Haben wir ja überlebt, ne? Man lernt ja nie aus. So, da müssen wir irgendwie hochkommen. Da sind wir so. Wer seid ihr? Müsst ihr kämpfen? Wollt ihr kämpfen? Nein, wir gehen weiter. Grüße gehen raus. So. Bam, eine Fackel an. Bam, 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 da ist eine Fackel an. Ui, eine Mauer. Eine Mauer. So. Und jetzt. Und jetzt und jetzt. Und dann und dann und dann und dann. Und dann. Der Dude, wo ist mein Auto? Muss ich unbedingt mal wieder sehen. Lang nicht mehr gesehen. Und, keine Ahnung. Ist ein guter Film, finde ich. Also. Es ist ein sehenswerter Film. Irgendwie so. Ja, kommen wir. Wir kommen hier auch. Lians Wacht. Ja, da werde ich direkt wieder angeschrieben von der Seite. Entschuldigung, bitte nicht. Einfach mal eine Stufe aufgestiegen. Ja, Gönnung. Hallo, hallo. Jetzt muss ich noch drei Sachen entdecken, dann steige ich noch. Ah, Weidenwacht. Mit Nashörnern. Können wir direkt hier wieder Talentpunkte verteilen? Was? Warum? Was? Warum bin ich hier so? Hä? Muss ich das kapieren? Was geht denn bei dir ab? Du bist ein Träger. Warum willst du ja auf mich einschlagen? Ich glaube ja nicht.
Nee, 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 nee. Kommt der hier einfach an und denkt, er kann mir wehtun? Entschuldigung, Entschuldigung, nein, 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 nein. Aber jetzt mal echt ganz, ganz dumme Frage. Ich war doch hier bei den Attributen. Hat er mir das jetzt gerade... Habe ich jetzt aus Versehen... Ich habe ein Stehvermögen geskillt. Also das muss ich im Video nachgucken. Ich hätte schwören können, dass ich... Ich war doch hier schon drüber. Ich war doch hier. Ich war doch easy hier. Wo sind meine Skillpunkte hin? Das Spiel veratmet... Das kann doch nicht sein. Verliert man neuerdings Punkte, wenn man... Jetzt kann ich, krieg ich jetzt, habe ich da jetzt mehr Punkte? Freunde, wo sind meine Punkte hin? Ah, durch die Rüstung kriege ich da extra Punkte. Krasser Scheiß. Und durch die Rüstung habe ich mehr ein Stehvermögen. Okay. Interessant. Wieder was gelernt. Okay, also ist das andere jetzt meine Loot-Rüstung sozusagen. Ich könnte mir vorstellen, dass mit der schweren Rüstung dann sogar noch mehr geht. Da bin ich dann zwar insgesamt langsamer, also grundsätzlich langsamer einfach, aber es geht vielleicht einfach was. Oh, was bist du denn für ein schöner Kopf hier? Was bist du? Hein von Chebalsack. Der Chebalsack. So, gucken wir doch mal, wer hier der Eigentümer ist. Kanis, ja. Kanis, der hat hier so ein kleines Bötchen gebaut. Ist Eisschollen. Die sehen von hier oben echt bescheiden aus. Um nicht zu sagen beschissen. Aber gut. Ich würde sagen, wir gehen zur Brücke, weil ich wollte immer schon mal über die Brücke laufen. So eine Brücke hat ja was. Ja, ja. Labert ihr ruhig. Labert ihr ruhig, ihr Labersäcke. Ich gehe einfach weiter. Ich lauf einfach weiter. Hallo, Nashorn. Das bewacht. Das benassanacho. Sprachfehler. Hallo. Guten Tag. Das bewache, Nashorn. So. Weiterlaufen. Guten Tag. Guten Tag. Raureif Fischerhütte. Das habe ich jetzt entdeckt. Moment, hier bin ich auch eben schon mal angelaufen. Da ist ja hier manchmal ein bisschen verwirrend. Ich habe euch eben schon... Oh. Da war doch gerade ein Geist, oder? Ja, wir können kämpfen. Ist cool. Machen wir. Kleiner Schmied. Die sind stabil gebaut grundsätzlich, die Nordheimer, habe ich so das Gefühl. Die halten ein bisschen mehr aus. Ja, wo kommst denn du jetzt her? Digga, wo kommst du denn her? Ja, sag mal, wo kämst du denn her? Lass mich wegrollen, ich will nach vorne rollen. So nicht. Muss mein Essen wieder hin tun. So. Ja, und wegrollen. 2 gegen 1. Ihr unfaires Pack hier. Und nochmal. Ich habe keine Ausdauer mehr. Das ist jetzt blöd. Bisschen zurücklaufen. Bam. Oh, der ist jetzt aus Versehen schon gestorben. Ja, da. Gut, dem seinen Angriff da. Ich möchte bitte nicht mehr anvisieren. Bitte lauf einfach. Lauf einfach einen Moment. Snack mal was, das regeneriert einiges an Leben, das ist gesund. Eben sein Schild geht mir auf den Sack. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Müssen wir es erst zertrümmern. So. Ja. So nicht, mein Freund. So nicht. Wenn alleine bist, hast du keine. So, oh shit, der steht. What the fuck? Wo bin ich da hingeklitscht? So. Gut hier pariert, sag ich mal. Und wenn ich jetzt sterbe, gar nicht schlimm, da oben ist meine Fußmatte.
Ah, meine Schlafmatte. Was ist das Geiles? Stahlsichel. Die würde ich mal mitnehmen. Ich glaube, damit kann man nämlich extrem gut hier Dings ernten. Oh, Stahlbarren. Ah, gönne ich mir auch mal. Die saufen hier oben alle, Freunde. Die saufen hier alle. Gratis Stahl. So. Der letzte Überlebende hier. Entschuldigung, junge Frau. Genau, weil hier ist ein Geist. Hahaha. Ich habe ein neues Emote gelernt. Und hier so. Ah, nichts Interessantes. Ja, ich töte dich ja schon. Ja, so viel zum Thema. Ich töte sie. Wir gehen einfach mal. Wir gehen einfach mal weiter. Es ist manchmal der Moment im Leben, wo man einfach mal gehen muss. Und dann. Immer wenn der Gegner auf uns einsticht, müssen wir wegrollen. Alter, diese Speere, dieses Kieksen, das geht ja gar nicht klar. Ich gehe jetzt ins Kalte. Tschüss. Oh, coole Tempelanlagen da vorne. Ich sagte tschüss. Ich möchte mit dir nichts zu tun haben. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Geh weg. Du Nordheimer Kämpfer 2. Ja, auf damit. Fight auf der Brücke. Brückenfight. Und nochmal. Sie steht einfach auf und kann direkt wieder zustellen. Ich glaube nicht. Ich gehe. Nö. Peiges draufschießen. Die hat aber auch einen krassen Helm auf. Nö. Wie hat die mich denn gerade getroffen, bitteschön? Kann mir das ein Mensch erklären? Ich meine, what the fuck? Das Problem ist, sie steht jetzt zwischen mir und meinem Blut. Bitte lass mich da drauf kommen. Komme ich weit genug, ohne zu sterben? Ich krieg Leben dazu, okay. Krieg noch mehr Leben dazu. Blut, alles. Hast du alles? Wunderbar. Ich krieg Leben abgezogen. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Ich habe das auch gerade gesehen. Ich habe Leben dazu bekommen, weil ich über eine fucking Brücke gelaufen bin. Jetzt verliere ich Leben. Und zwar random. Was hier auf einmal fucking kalt ist. Nein. Nein. Ich meine, das wäre jetzt nicht so schlimm. Da ist mein Loot schon näher an meiner... Jetzt darf ich keinen mehr verlieren. Dann überleben wir. Das ist jetzt blöd, dass die Alte jetzt da drauf ist. Ich habe erstmal einen Ast gesammelt. Toll. Ja, aber kann es sein, dass es da drüben noch kälter ist und deswegen brauche ich dann, keine Ahnung, Absinth? Was kann das? Oder ich brauche Feuerwasser oder so. Keine Ahnung. Fellstiefel, zieh mal natürlich an. Handschuhe, zieh mal an. Zieh mal an. So, das können wir alles nicht anziehen. Also können wir schon anziehen, aber bringt uns halt nicht. Nichts. Bringt uns nicht. Bringt uns halt nicht. Was kann denn hier absünd? Erlachte Shell? Wahrscheinlich auch genauso schnell angerinnt. Aha, Nachspeise, Totengottes. Mhm. Das erwärmt im erheblichen Maße die Zunge. Gut, aber ich glaube, wir müssen halt tatsächlich erstmal wieder jagen, weil wir haben nur noch zwei Keulen und die werden gerade noch so reichen, um uns hochzuheilen. Und da hinten läuft die bekloppte Kämpferin rum mit ihrem Speer, die uns einfach mal mir nichts, dir nichts absticht. Nur wenn wir da über die Brücke wollen. Gut, wir haben vorher ihre beiden Kollegen umgebracht, aber das sind jetzt hier Punkte, die über die, also das müsst ihr jetzt nicht so aufzählen. Nö. Ich meine, hallo. Kann man ja wohl mal machen. So zwei Kollegen umbringen. Oder? Ich meine, da muss man ja nicht gleich hier auf Leben und Tod kämpfen. Ich meine, ich habe ja auch aufgehört. Ich wollte sie ja gar nicht umbringen. Ich wollte nur ihr Zeug klauen. Ihre Truhe looten. So Dinge halt, ne? Aber nein. Da werden die direkt wieder aggressiv. Verstehe ich ja gar nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Verstehe ich so. Verstehe ich nicht, ne? Das ist etwas silberig. Bist du ein Schwein? Bist du ein Kampfschwein? Ich kann euch bestimmt essen. Ja, aber das Bedürfnis, dich zu essen.
Du bist ein wildes Schwein. Jetzt habe ich keine Ausdauer mehr, wildes Schwein. Haha, ich stehe hinter dir. Du siehst mich nicht. So, wildes Schwein, wie viel Fleisch gibst du mir? Rohes Schweinefleisch und schmackhaftes Fleisch. Ist sogar schmackhaftes Fleisch. Ist ein geiles Schwein. Ein geiles Schwein. Das ist schmackhaft. Bist du auch ein geiles Schwein da? Ey, yo, geiles Schwein. Oder bist du ein Bachschwein? Nee, du bist auch ein geiles Schwein. Geiles Schwein. Geiles Schwein. Bam, geiles Schwein. Komm her, stirb, geiles Schwein. Gutes, geiles Schwein. So, du kleines, geiles Schwein. Ich nehme dich natürlich auseinander. Jetzt bin ich wieder überlastet. Es überlastet mich ein bisschen. Feuer. Auch können wir sogar noch eins herstellen. Perfekt, machen wir doch direkt. Machen wir doch direkt. Acht. Ah. Dieses Land wurde bereits eingefordert. Ja, das da hinten aber nicht. Ich will hier ein bisschen geiles Lagerfeuer machen. Wildschweinköpfe, ja, brauche ich ja jetzt nicht. Brauche ich ja nicht. Bisschen Fleisch rein. Bisschen Schweinfleisch rein. Holz rein. Das grillen wir direkt mal weg. Das reicht auch. Das Schwein da hinten, das geile Schwein, das lassen wir jetzt mal da. Was ist das? Hat da wer einfach einen Weg gebaut? Möchte da jemand einen Weg bauen? So, aber hier ist krass kalt. Kann das sein? Hier, wobei, hier ist auch bläulich. Wir sollten vielleicht nochmal versuchen, einfach hier rum da reinzukommen. Dass wir nicht hier über die Brücke in das blaue Gebiet müssen. Sondern wir tatsächlich... Vielleicht hier außen rum. Weil gefühlt, ja, ab da habe ich richtig Damage bekommen. Ich nehme an, in dem Bereich muss man einfach nochmal mehr... ja, Hitze, Kälte, Unempfindlichkeit haben. Ich meine, gut, so ein kleiner Absinth, ne? Dem kann man jetzt nicht sich nicht verwehren. Ja, da stöhne ich einfach nur rum. Mir ist bald warm. Ich sehe das schon. Ich sehe das schon. Hier oben ist ja diese Anzeige. Also hier gleich. Und das sieht so aus, als wäre mir ein bisschen warm. Ich glaube, wir brauchen gleich noch ein bisschen Holz. Da können wir doch direkt mal regeln gehen. Weil ich meine, hier stehen ja ein paar Bäume rum. Da wird einfach mal die Axt ausgepackt. Und dann spielen wir einfach mal Axt im Wald. Wenn ihr wisst, was ich meine. Einfach mal die Axt im Walde. Bab, bab, bab. Gibt auch ein bisschen Harz. Harz 4. Also, 4 Harz gab's. Das sind geile Schweine. Hallo, geile Schweine. Ich meine, das sind so richtig geile, wilde Schweine. Bin ich das, weil ich so einen Absinth getrunken habe, der hier so rumheult, oder... Ja, stimmt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. So, mehr Fleisch für uns. Und genau, ich wollte ja Holz nachlegen. So. Ja, wem gehört denn das schöne Häuschen hier? Gucken wir doch mal rein. Hyborian Age. Ja, eine Truhe. Hallo. Ja, warst du etwa nicht auf deinem Wachposten, Nordheimer Kämpfer? 3. Cooles, cooler Helm. Grüße gehen raus. Ah, hier wird ordentlich geschmiedet, ich sehe das schon. Sehr gut, sehr gut. Ich bin stolz auf euch. Ich sollte was trinken. Oh, das wollte ich eigentlich nicht trinken. Ich wollte eigentlich Wasser trinken. So. Erstmal ein gutes gereinigtes Wasser zur Beruhigung. Ja, schlecht sein, dass wir uns hier die ganze Zeit mit Absinth vollkippen. Ich bin auf Dauer ein bisschen ungesund, glaube ich. So, wir sind hier noch im Warmen, das heißt, ich werde jetzt mal kurz gucken, wenn ich die andere Rüstung anlege, ja, was wir dann weglooten können. Die Handschuhe noch. So, weil dann ist uns direkt ein bisschen kühler, ja, so eine andere Rüstung. Aber bei den Werten, nein, Talenten, bei den Attributen, genau da wollte ich hin. Da fehlt nicht mehr viel.
überhaupt nicht mehr viel, weil da haben wir plus 9. Haben wir gerade zufälligerweise sogar mehr Punkte zur Verfügung, wenn wir... Das kann ja eigentlich nicht sein. Jetzt sind die anderen Sachen wieder an. Gutes Geweih. Ja. Damit sehen wir einfach viel... Auf zu heulen. Kriegst ja schon wieder die coolen Klamotten. Weißt du, wer das ist? Ich weiß es nicht, aber ich weiß auch nicht, ob ich es wissen will. Ja, haben wir hier plus gar nichts, hier haben wir plus 5. Ja gut, an der Stelle ist die Folge aber auch vorbei. Euch vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr irgendeine Ahnung habt, was dieses krasse Ding da war am Anfang, sagt mal Bescheid, weil es hält einfach 48 Stunden. Das bleibt so im Inventar, weil ich habe keine Ahnung. Ansonsten gibt's Samstag oder am Dienstag? Ich weiß gerade gar nicht, was das für eine Folge ist. Auf jeden Fall am Dienstag, Donnerstag oder Samstag um 18 Uhr die nächste Folge. Euch bis dahin eine wunderbare Zeit. Bleibt gesund, haut rein und ja, bye bye.